Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Motovlog, wollte ich gerade sagen, zum neuen Video auf meinem Kanal. Das ist ein bisschen komisch, irgendwie vor der Kamera jetzt zu reden. Ja, ist egal. Wir nehmen heute Angry Forester, also German Road Rage halt auf, mit einem Gast, das heißt, es wird nicht langweilig, mit Mote. Moin. Moin. Servus. Moin. Aus Kärnten. Ja, grüße aus Kärnten. Halb Kärnten, ist egal. Na, ja, man sieht sein Facecam auch jetzt, eingeblendet halt, bei mir ist es halt, ich sehe mich selber nur jetzt dabei. Aber ja, wir nehmen heute Road Rage Dings auf. Gott sei Dank mit Facecam, das wird lustig. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Und er ist natürlich, also, er ist der Link in der Videobeschreibung. Ihn auf jeden Fall abonniert sehen. Er hat 13 Abos oder so. Er hat jetzt gerade erste Video hochgeladen. Also. Kleiner Frau. Okay. Das heißt, sein Video ist dann schon online. Meins, ich komme ja um 17 Uhr immer. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht zu viel und gehen wir einmal rein. Danke, Windows, dafür. Ah. Ist schon vielversprechend. Das ist jetzt ein ganz Intro, oder? Ja, ja. Oh, das so Intro wäre geil. Weißt du, hat ja der David Boss immer gemacht. Das ist so Slow Motion Wheelies zum Beispiel. Was in seinem Video passiert. Pass. So was wollt ihr dir eigentlich auch machen? Können wir ja. Dann wäre die Clips ab. Ja, passt. Der Delfinus Maximus. Freitagzucht, wow. Hast du gesehen, was da passiert ist? Wollte ich ruhig einfahren an der Stelle, aber so der Scheiße. Hä? Der ist das einfach. Ich bin ein bisschen gerutscht gerade. Hä? Was ist gerade passiert? Ich glaube, der ist einfach vorbeigehört. Bin mir nicht sicher. Nichts gesehen. Also, Digga, was macht der jetzt? Oh, er schneidet ihm. Wow. Pull einen in die Seiten. Bumm. Oh, der hat die Mucke. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Der hat sich zensiert. Auch und so schlecht zensiert. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger als in Ampel. Ich stand da. Wie bitte? Ich sag nur nächstes Mal ein bisschen ruhiger an der Ampel. Was willst du jetzt von mir? Du bist da so ein Stück von mir vorbei. Ah, wow, der ist komplett pieced. Der ist mir voll schon Fuß aufgestanden. Durchgezogene Linie überfahren, zu schnell gefahren, zu wenig Seiten, ne? Stand, what the fuck. Ja, ich ist wieder verwirrt. Ich bin die Verpixelung verwirrt, wer weiß, muss ich ehrlich sagen. Oh, die Verpixelung, ja? Schloss in Minecraft auf was Laptop von was ich muss. Ich hätte gerade einkaufen. Hast du gesehen, dass der jetzt im Auto sitzt, oder nicht? Ich hab kein Problem mit ihm persönlich. Ich sag nur. Mit ihm, jetzt fangen wir mit ihm an. Warte, sagst du besser, fahr langsamer. Bleib so ruhig! Ja, das gibt's echt, das ist echt zu lachen auf jeden Fall. Was ist das? Digga. Gut verpixelt. Manche Menschen. Flying Rider. Oh, ist ja 120 grad besser. Oder? Ja doch, sehr. Und hier hat die Alte mich überholt. Hier ist ein Fußgängerüberweg. Und da ist eine Kreuzung. Fußgänger überwegst und in Deutschland nicht Zebrastreifen auch? Nein, ich glaub nicht. Fußgänger Überweg, what the fuck? Zu lang einfach das Wort. Oh, der muss den Sound lauter schalten. Deswegen. Fuck. Nee. Fuck! Was passiert? Du kriegst die Audio-Ding. Der angeblich genauso gefahren ist wie ich. 30 in der 30er-Zone. Lul. Also für mich hört sich das so an, als hätte sie einen jungen Mann überfahren. Boah, 30 in der 30er-Zone, boah. Gibt's irgendwelche Probleme? Ja, ich hab die Woche. Wollen Sie mich verarschen? Da war eine 30er-Zone, Sie haben mich überholt. Ich bin 32 gefahren. Ich kann das nicht verstehen. Sie haben noch einen Schuss? Sind Sie irgendwie dumm? In einer 30er-Zone! In einer 30er-Zone haben Sie nicht zu überholen, wenn ich 32... Sie sind jetzt leise, Sie waren nicht der Fahrer! Das Fahre! Machen.
Nein, das, was Sie machen, ist gefährlich im Straßenverkehr. Sie waren nicht der Fahrer. Es muss nicht sein, dass man in einer 30er-Zone überholt. Oh. Digga. Ja, deswegen müssen Sie mich nicht in der 30er-Zone überholen. Du bist ein junger Mann. Ich bin die kleine junge Jugo. Was soll das denn hier? Heide! 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 Ach, geil, Ehrenobi. Ich hab dir gesagt. Ich hab dir gesagt, gib Wodka. Ist doch nicht mein Problem, wenn sie mich so überholen. Du wirst sehen, was auf dich zukommt, wenn du weiter so fährst. Was kommt denn auf mich zu? Ist es jetzt eine Drohung oder wie? Nein. Überfahren ist ja eine Drohung einfach. Wieso denn? Ich bin in der 30er-Zone 32 gefahren. Weiter. Es sind die normalen. Fahr weiter! Mach weiter, gehst du weiter. Ist egal. Gehst du weiter, pass auf deine Gesundheit. Denn du bist jung und mach gefährlich. Mach nicht so schlimm. Die Autofahrer sind auch nicht immer die Engel. In der 30er-Zone. Die Oma! Überholen Sie mich dann? Und wieso bin ich dann dran schuld? Wieso fahre ich dann? Bin in der. Ich. Nach Ihren Augen bin ich der Idiot, nur weil ich 30 in der 30er. Ja, aber wenn ich der Fahrer wäre, ich glaube, ich wäre auch schon lang weggefahren. Das ist gefährliche. Der 30er unübersichtlich an einem Fußgängerüberweg zu erholen. Das ist das Gefährliche. Mach du weiter! Kannst du verstehen? Ich bin alter Mensch. Gehst du weiter und Schluss? Ja, was hat das denn damit zu tun? Gehst du weiter endlich? Kannst du verstanden? Gehst du? Er sitzt auf dem Moped. Können. Hallo! 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 Ja, die eine Tante hinter sich war, eine Lehrerin-Frau. Ja, die war vor dir. Ein ganz normaler Tag wahrscheinlich. Ein bisschen durch nochmal, ganz normal. Scheiß den Namen, ey. Der Husky-Basti, der Husky-Spasti. Boah, Alter, wenn es auf Förster kommt, das müssen wir unbedingt machen, wenn ich mal aufgeschlagen habe. Vor allem, Maja. Kommt, mit der Supermoto wegbrettern sie ja. Alter, die raucht. Was? Mein Moped ist gedrosselt auf 25 km/h. Was? Wie willst du dann bitte Enduro fahren mit 25? Das geht nicht. 25, da renn ich schneller. Ah, der hat ein Beta und hat die gedrosselt auf 25. Weil das muss. Hey, aber 45 ist ja eigentlich normal, oder? Hä, hey, aber wenn du 6 Gänge hast, wie kommst du dann bitte auf 25? Junge! Er kommt gar nicht weiter. Er kommt ja echt nicht weg. Hey, warum hat er nicht wollt? Ich check gar nichts. Fahrt er eigentlich mit der ersten? Oder muss er mit der ersten? Ich check's nicht. Außerdem, was blinkt das rot? Ja! Komm mal runter! Ich bin nur in deinen Wald gefahren! Was, Junge? Das Getriebe wird hin! Alter, ich schau mal. Ja. Hä, was war? Der schaltet bei alle 3 km/h. Oh, boah, Bruder, jetzt aber wild. Der kann ja eh nichts machen mit 25 km/h. Ich dachte erst, es gibt einen Ausweg. Digga, ich würde das so weg. Alter, das müssen wir unbedingt einmal machen, Motte. Ich würde das so feiern. Was, der Weg war zu Ende, er kann noch im Feld da fahren. Er geht mit seinen 25 km/h. Ja, es geht trotzdem, kann ich ja. Nur ich meine, so schnell wie seine geht, ist halt eher weniger. Jetzt geht's ja Formel 2 an 80er. Formel 1, Alter. Ich schwöre, ich muss echt sagen, die Juke hat sich gut angehört. Ihr müsst wissen, was sein Motto sein Video anschaut. Das hat sich echt geil angehört, wo es vorgespult war. Alter. Boah, du sollst zwar nicht, aber auch nicht gesund. Nah, das ist schon weg. Was ist jetzt? Ich Digga, der haut dir nicht einmal ab. Der Arne mit seinem Auto ist schon lang am Ende. Digga. Grenz gegen Handsport 25, let's go. Ich dachte jetzt, ich kann ihn kommen. Okay. Digga, komm mal! Nein, das ist nicht der Fahrzeug. Hey! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Aber er fuhr weg. Er fuhr weg. Hey, oh! Der Fahrzeug! Oh, Scheiße! Also ein weiterer. Oh, Bruder! Drift!
Ja, okay, tschüss mal. Oha. Ja, ja. Stopp. Ja, okay. Ich sag klar, wer wegen Hose will. Ja, ich dachte. Der andere. Kann auch, der fährt weg. Ja, der fährt weg. Ja. Fahr vorne auf die Ecke und sagen wir Führerschein. Hä? Ja, sind Sie doch nicht Polizist, oder? Ja, aber der kann sich ja nicht verlangen, oder? Nein, das darf er nicht. Ja, aber er kann halt Dienste da anzeigen. Ja, okay. Du bist ohne Nummernschild und. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das ist ja alt, das ist ja gar nichts. Das ist ein Mofa-Nummernschild. Ja, ein Mofa, aber das stimmt nicht. Alter, noch rum, jetzt die Polizei. Ja, vor 25. Oha. Weil man nicht runter durch ist. Kann sein, dass du runterfällst. Ganz leicht möglich, junger Mann. Was ist der E-Starter heute? Ich bin so aggressiv zu Ihnen, oder? Weil ich so aggressiv war, weil mir langsam das O-Kotzt mit ein. Das sorry. Er holt ihm auf, schreit ihm voll an und er sagt, pass mal auf, dass du nicht runterfällst. Dafür will ich jetzt einmal da hochschieben, dass wir die Zecken. Nein, wir bleiben da stehen. Zecken fressen. Ich steh, geh runter, steh ab und dann ist in Ordnung. Ich sing doch ja, der kann jetzt sowieso nicht abhauen mit 25. Na, ja. Digga. Aber er hätte das gut gemacht, hätte er abgehauen. Easy. Ja, HD! Enduro-Raufen drauf! Entführen! Ja. Ne? Na, siehst du es. Na, siehst du es. Polizei kam jedoch nur eine mündliche Verwarnung. Oh. Was wollen sie denn tun? Okay. Das war echt spannend. Das war Alter, schön, ja. 25, das hat mich getriggert ein bisschen. Egal! Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ja, schaut bei ihm vorbei, genau. Das war's mit dem Video. War kurz, ich glaube, weiß nicht, wie lange es dauert. 10 Minuten oder so. War Angry People Reaction. Am Samstag müsst ihr das Moped haben, das. Also bis Samstag. Das heißt, ein Video, Motorvlog kommt wieder am Samstag, hoffe ich. Vielleicht fahre ich da zum Motte aus. Na, Spaß. Na, aber, es kommt ein Video wieder. Er bringt auch aktive Videos. Kann ich vielleicht noch was zu meinem Video sagen? Ja, sag zu deinem Video was. Ich will von unserem Motorsquad von Up to the Limit unten auch in der Beschreibung einen Link zu unserem Merch Store haben. Stimmt, ja. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Genau, da haben wir so eine Crew. Davon fährt ihr ja mehr erfahren im Motorblog, da erzähle ich dann alles. Und da erzähle ich ja wegen einem Unfall und so. Und dann, willst du noch was sagen? Außer abonniert ihn. Abonniert den Real Motorblogger. Denn da, der ist der größte Ehrmann. Abonniert. Nein, abonniert ihn. Ich will die 100 Likes, 100 Abos auf seinen Kanal sehen, okay? Dann würde ich sagen, haut da rein, sehen wir uns am Samstag wieder. Grüß dich, Servus. Grüß dich, Servus. Ciao.